Jo, und das Ding hier heißt nicht Jägerhain, weil hier Tiere gejagt wurden. Das sage ich gleich schon mal. Dieses Ding heißt Jägerhain, weil hier Untote gejagt wurden. Das werden wir, Spuren davon und Hinweise darauf werden wir früh genug hören. Und hier wuseln auch schon Hüllen rum, die uns angreifen würden, wenn wir nicht aufpassen. So wie der Kumpel hier. So. Vorsicht vor rechts, deshalb bereit. Und ja, die halten doch ein bisschen mehr aus. Oh, und hier sind meine Freunde, die Giftschmetterlinge. Ja, und da unten trötet was rum. Ich habe gerade den Bogen nicht ausgerüstet, oder? Nein, habe ich nicht. Kurzbogen. Und schießen wir das Ding mal runter. So, dann ist das wenigstens nicht mehr nervig. Auch wenn es etwas Lootbares gedroppt hat. Fackelträger. Die droppen manchmal Fackeln, was ganz nett ist. Oh, und da liegt noch einer. So, weg mit dir. Und ab jetzt wird's lustiger. Versuch zurückgehen. Ja. Erstmal hängt da einer. Abkürzung voraus. Ja, da können wir den Baumstamm nachher umschubsen. Und man sieht, wir sind in einem ziemlich düsteren Gebiet gelandet. Alles knochig. Also die Bäume sind alle verdorrt. Und alles ist heruntergekommen und dunkel. Das ist mal eines der wenigen. Wow. Was willst du denn? Das ist eines der wenigen Gebiete, die wirklich dunkel sind in Dark Souls 2. So, bringen wir mal etwas Licht in die Sache. Au. Ziehen uns mal kurz zurück und heilen uns mal kurz. Und ganz ehrlich, mit dem Headset auf dem Kopf, wenn man alles viel lauter hört, klingt alles sogar noch viel gruseliger. Und ich sollte meinen Speer in die Hand nehmen. Au. Kleine gelbe Brüte. Das war sehr, ta sehr taktisch unklug. Weil wir direkt in den seinem Sprungradius gesprungen sind. Wow, das könnte eng werden. So, die beiden mal weg. Hier ist eine Vision von scheinbare Wand, aber zerstörte Ausrüstung. Ja, da ist eine Wand, die wir nur von der anderen Seite aus öffnen können. Da kommen wir nachher etwas später hin. Und ich sollte, bevor ich die Leiter hochkletter, hier unten plündern. Man steht hier, scheinbare Wand voraus. Das ist gelogen. Der droppt einen Lebensstein. Hier könnten wir eine Fackel anzünden. Machen wir das einfach mal. Bisschen Helligkeit hier drin schadet nie. So, komm du ruhig hoch. Und stirb. Danke. Banditenmesser und das war's hier unten auch schon. Ah, die Fackel macht das Ganze irgendwie noch unheimlicher hier drin. Aber wenigstens konnten wir da drüben für ein bisschen Licht sorgen bei der Türe. So, jetzt müssen wir leider die Leiter hier hoch. Und hier kommt schon die nächste Überraschung. Hier nämlich. Ah,
Genau, eine Assassine hier hochgesprungen. Ja, und die Jungs kann man als Assassinen bezeichnen. Zum Glück sterben sie recht schnell. Feind voraus ist ein versucht Distanzkampf. Ja, den Feind da lassen wir mal, wo er ist. Wir müssen nämlich hier runterhüpfen. Und das könnte wieder etwas schmerzhaft werden. Wegen der Höhe. Na, es ging. Einmal kurz hochheilen. Und Speer in die Hand. Vision von links. Ja, also erstmal an die Tür rangehen. Da schlägt er nämlich die Tür auf. Wir können ihn erstechen. Die super glitschende Tür. Und ihn ausschalten. Gut, jetzt wird sich der hier gleich hochziehen, denke ich mal. Den haben wir ja von unten schon gesehen gehabt. Hinterhalt voraus, danke. Toller Hinterhalt. Ja, und wir sind jetzt unterhalb der Brücke, die da rüber führt. Und man sieht, da hängen auch noch Jungs ab. So, hier ist aber eine Treppe nach unten. Die wollen wir nehmen. Denn erst einmal ist hier die Abkürzung. Tong. So. Da ist ein Leuchtfeuer, was wir anzünden können und sollten. Und da drüben ist ein ziemlich mies zu erreichender Loot. Ich hab da immer... Boah, das klang gerade gruselig, wie da wahrscheinlich wieder die Leichen, die neu geladenen, runtergeplumpst sind. Dieser Loot da ist ziemlich mies zu erreichen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man geht auf die Brücke und lässt sich an einer bestimmten Stelle taktisch klug runterfallen. Die zweite Möglichkeit ist die, die ich immer probiere, nämlich hier rüber rennen. Und dann muss man taktisch hier einfach rüber rennen. Wow, hat sogar gleich beim ersten Mal geklappt. Da kriegen wir nämlich einen Wahrheitsverkünder und ein Zeichen der Treue. Und hier runter rennen. So. So, ich nehme mal einen Nebenstein. Sicher ist sicher. Weil hier wird es gleich auch wieder recht hässlich. Was das angeht. Erst einmal ist hier oben nämlich wieder so ein Schmetterling. Den wir wegschießen sollten. Da ist auch noch einer. Das waren da, glaube ich, die Schmetterlinge. Oder auch nicht. Habe ich einen vergessen? Ach ja. So. Und dann ist erstmal hier was zum Looten. Und da unten sehen wir was Großes. Das ist eine... Ein großes Chamäleon. Nicht Chamäleon, ein großer Basilisk. Jetzt ist es erstmal lustig, an den Loot ranzukommen. Der ist nämlich ungefähr genauso schwierig zu erreichen wie der andere Loot. Erstmal will ich gern den Flammenträger hier loswerden. Bevor der uns irgendwie behindert. So, dafür müssen wir erstmal hier drauf. Und wir haben es nicht geschafft. Geh schnell auf, bitte. So, Gegenstand aufnehmen. Eine Fackel, genau. Der droppt nämlich eine Fackel. Und jetzt wird es ziemlich lustig, gegen das Vieh zu kämpfen.
Das ist nämlich ziemlich groß und böse. Und jetzt werden wir auch noch von einem Finstergeist invasiert. Komm, du musst schnell sterben. So, der droppt dreimal große Tritanitscherbe, giftiges Moos. Wow. Und entweder findet uns gerade der Finstergeist nicht. Was ich doch gerade irgendwie hoffe. Ah, doch, sie scheint uns gerade zu finden. Ich weiß gerade gar nicht, bist du ein... Du musst ein scheinst ein PC zu sein, also ein Spieler. Wow. Ja. Ja, du bist ein Spieler, weil sonst würdest du uns nicht so treffen können. Eindringling verbannt, aber uns gleichzeitig auch getötet. Finstergeist von Lady Lena wurde besiegt. Und wir kriegen ein Menschenbild. Also war es doch kein... War es doch kein NPC... War es doch kein PC, war ein NPC. Das finde ich jetzt aber komisch, an den erinnere ich mich gar nicht. So, wir spawnen zum Glück hier. Also können wir die ganze Geschichte nochmal wiederholen. Wow. Ja, auf den habe ich vergessen. So, weg mit dir erstmal. Und dann kommt jetzt gleich der andere Keulenheini, da die Wand hochgeklettert. Na, komm her. So. Dann machen wir die beiden da noch tot. Dass die uns nicht in den Rücken fallen können. Weil zum einen will ich meine Seelen zurückhaben, zum anderen will ich noch den Loot, der da zu bekommen war. Ah, wen habe ich jetzt gehört? So, wir müssen hier nur wieder runterrennen. So, das reicht auch schon. Ach ja, und jetzt müssen wir wieder die Schmetterlinge wegschießen. Wo war... Da war einer. Wow, und Gift, 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 Gift. Ist nicht gut. Das war der, den wir von oben damals weggeschossen hatten. Und ich hätte schwören können, es wäre noch ein vierter hier. Aber scheinbar nicht. So. Oh. Der Kumpel ist auch respawned. Und der Fackelträger stürzt sich gerade in seinen Tod. Oh no. Das ist jetzt nicht so schön.
So, du hast wieder eine Fackel. Das ist jetzt nicht toll, dass der da den Weg blockiert. Und hier ständig... Ja. Ich glaube, bei dem wechsle ich mal den Speer. Ich komme an den nicht mehr vorbei, glaube ich. Doch, komme ich. So, verlorenes Gut, giftiges Moos.